Liebe Freundinnen und Freunde der Kunstkantine, herzlich willkommen in Nissis Kunstkantine. Ich bin Nisbitan Roloff-Ock, genannt Nissi. Seit 10 Jahren, nächstes Jahr, im März, bin ich in Hamburg Hafen City und habe diese wunderbare, wunderschöne Galerie. Und im Moment mache ich regelmäßig Ausstellungen mit Künstlern. Und zurzeit habe ich meine 79. Ausstellung mit Robin Cruz und Claudia Eckel. Und wir haben im Moment eine tierisch tolle Ausstellung hier mit super, super tollen tierischen Bildern mit Robin. Herzlich willkommen, Robin. Danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja. Hier bist du mit deinen super tierischen Bildern. Wir haben ja wirklich ja jeden Tag Spaß. Wenn ich hier reinkomme, denke ich, ich bin hier in Afrika. Ja, könnte man machen. Nicht in Hamburg Hafen City. Ja. Ja, also du hast uns ganz viel Freude gebracht mit deinen tollen Bildern. Wir hatten eine wunderbare Vernissage, jetzt vor kurzem, 24. November. Und das hat auch Spaß gemacht, war eine erfolgreiche Vernissage. Und die Ausstellung geht ja noch bis Ende Januar 2023. Ne? Heute haben wir den 13. Dezember 2022. Ja, geht ja noch ein bisschen, also... Genau. Ja, ich freue mich, dass du da bist und deine Bilder, wie gesagt, haben uns ganz viele Freude gebracht. Tierbilder, das hatte ich tatsächlich noch nicht hier in der Galerie. Die 79. Ausstellung, da haben ja unglaublich viele Fotografien, Skulpturen und dies und das, abstrakte Malerei, aber so tolle Zebras und Elefanten und ja, da oben Steinböcke, hatten wir noch nicht. Erzähl mal jetzt, wer ist Robin erstmal so ein bisschen? Ja, zu meiner Person, Robin Cruz, mein Künstlername, angelehnt an den Entdecker und Abenteurer Robinson Crusoe, denn so in die Richtung bewege ich mich auch künstlerisch. Ja. Entdecke Tierarten, entdecke so natürlich auch Farben, Formen der Natur, die mich wirklich begeistern. Dementsprechend widme ich meine Arbeit auch so gesagt der Schönheit der Natur und möchte damit bei Menschen ein Bewusstsein schaffen, einmal für die Natürlichkeit und die Schönheit, die wir schon auf unserer Erde haben. Das und stimmt. Dass diese eben auch schützenswert ist. Mhm. Das ist dann so der Beitrag, den ich in die Richtung geben möchte. Genau. Ja. Und wieso Tierbilder jetzt? Hast du da eine Assoziation von Kindheit oder sowas? Oder wie kommst du auf, ja, und dann schon Zebras, Elefanten, ja. Wie gesagt, wir haben ja Füchse. Was haben wir da noch? Ja, Tiger, Löwen, alles Tiger, Zebra, ja. Nashörner, ja, genau. Querbeet tatsächlich. Ja. Ja, Tiere begeistern und faszinieren mich schon seit Kindestagen. Ich habe letztens eine alte, kleine Zeichnung von mir gefunden, da war ich 3 Jahre alt. Und ja. In der Tat habe ich damals so eine Enzyklopädie von Tieren abgezeichnet und dann einfach so ein Sammelbild gemacht mit allen möglichen Tieren und Wildtieren damals, die ich da entdeckt habe als Kind. Und nicht nur deswegen, weil ich als Kind Tiere schon faszinierend finde, sondern auch heutzutage beschäftige ich mich einfach gerne mit der Natur und der Tierwelt. Und bin auch, und das muss ich sagen, sehr geprägt tatsächlich durch die ganzen Afrika-Reisen meiner Großeltern, die immer wieder Bilder damals mit Dia-Shows mitgebracht haben und mir als dann aus jüngeren Robin so gesagt die Bilder gezeigt haben. Das heißt, tief in mir ist da irgendwie der Wunsch, sich damit auseinanderzusetzen. Und vom Malerischen her komme ich tatsächlich eher aus den Maritim- und Meermotiven und habe dann gemerkt, wie viel Spaß es mir eigentlich auch bringt, mich mit Tieren auseinanderzusetzen und die dann auch zu malen. Zu malen. Genau. Ja, du hast ja eben gesagt, als Kind, ich meine, viele Jungs malen ja Autos. Ferraris, Porsches, ja. Was weiß ich was. Und du hast dann Elefanten und Zebras und Tigers gemalt oder Möwen. Ja, und ich erinnere auch noch Bilder. Ja. Ein Zebra zum Beispiel, das habe ich jetzt ja hier schwarze Streifen auf weißen Körper so gesagt gemalt. Als Kind war das halt andersrum. Aber wie das halt eben so ist. Ne? Und ja. Die Fantasie ist da ja auch dann unbegrenzt. Aktuell bewege ich mich ja eher in den realistischeren Bereich. Aber ich arbeite gerade auch schon an Serien, die so ein bisschen abstrakter und ein bisschen farbenfroher noch sind. Als Beispiel ist da zu nennen das Nashorn, was ich gemalt habe, bei unserer Vernissage, also diese Live,
Welches Live-Bild, das ist ja ein rotes Nashorn. Anzug, ja. Genau, und in die Richtung entwickle ich gerade eine neue Serie. Das heißt tatsächlich, die Serie heißt Das rote Nashorn, also wirklich angelehnt an dieses Live-Malen, das wirklich Spaß gemacht hat. Wow, oh, das ist ja super. Und die kommt jetzt in 2023. Ne? Genau. Ja, klasse. Aber du malst, wie du schon sagst, sehr realistisch. Also teilweise kommen die Leute rein, die Kunstinteressenten, und die denken, oh, ist das jetzt Fotografie? Von Weitem sieht das ja fast wie eine Fotografie aus, diese Zebras ja. Und so. Also du bist ein fantastischer Maler, so realistisch Maler. Danke. Und wie ist deine Technik? Erzähl mal, mit was du... Also ich arbeite sehr gerne mit Acryl, weil ich tatsächlich ein sehr ungeduldiger Maler bin. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, dann möchte ich die genau schnell auf die Leinwand bringen. Dementsprechend arbeite ich auch viel mit einem Föhn. Also immer wieder Schicht um Schicht trockne ich ganz schnell mit Föhn, um weitermachen zu können. Ölmalerei ist ja dafür bekannt, dass man lange warten muss und aufs Trocknen warten muss. Ja. Das ist einmal bei mir sehr wichtig, dann schnell so gesagt voranzukommen, aber nicht ungenau. Mhm. Und ja, ich arbeite sehr gerne auch von hinten nach vorne. Also viele Maler, die würden vielleicht vermuten, zuerst das Tier, das Hauptmotiv dann zu zeichnen, dann vielleicht zu malen und dann erst den Hintergrund. Bei mir ist es meistens andersrum. Mhm. Gerade diese Verläufe sind auch sehr charakteristisch für meine Bilder. Wie man hier sieht, so ein tiefes Blau in so ein bisschen helleres Weiß rein, was ich dann halt vom Anfang an so gesagt auf das Bild setze und dann das Tier da drauf. Das heißt, von oben nach unten, von hinten nach vorne mache ich sehr viel und dann eben unzählige Schichten, bis ich so eine gewisse Tiefe dann halt auch erreiche, ne, bei den Tieren. Und das hast du ja auch selber beigebracht? Alles autodidaktisch. Autodidaktisch. Das ist doch ein schönes Wort. Das habe ich jetzt gut platziert. Ja. Nein, was man sagen muss, als junger Mensch war ich einmal die Woche in einem freien Atelier. Da konnte ich mich ausprobieren und habe mir sicherlich auch ein paar Dinge abgeguckt. Mir war aber immer wichtig, sehr wenig von der Schulkunst so gesagt zu lernen und mehr von mir einfach reinzugeben und dadurch eine ganz eigene Handschrift zu entwickeln und einen ganz eigenen Stil. Hast du ja auch. Genau, das war mir ganz wichtig, dass man sofort sieht, okay, das ist Robin Fuß, das ist irgendwie sofort zuordbar und nicht irgendwas Austauschbares, was man irgendwo lernt. Dementsprechend ist das meiste einfach so durchs Machen entstanden. Ja. Ich habe deine kurz ja das erste Mal die Schildkröte in Hamburg Zeitkunst gesehen. Ja. Da war ich so begeistert, das war so toll. Ne? Und dann Danke, sind wir ja auch zusammengekommen, weil mir das auch gleich aufgefallen ist. Das hast du so super gemalt gehabt, die Schildkröte. Die haben wir diesmal nicht, die haben jetzt Afrika. Genau, wir haben jetzt ja hier eine Serie, die heißt Schmuck. Ja. Ne? Das heißt, die Tiere haben eine gewisse Verzierung, außer jetzt diese beiden Bilder. Aber die meisten hier in der Ausstellung sind diese neue Serie Schmuck und Das hinterfragt so ein bisschen, dass das der Mensch, der sehr gerne sich auch schmückt, einmal mit klassischem Schmuck, Verzierung, anzieht und so weiter. Und dann auch die Frage aufwirft, ob das eben die Natürlichkeit schöner macht oder nicht. Mhm. Oder vielleicht auch ablenkt von dem, was eigentlich schon da ist. Das ist so ein bisschen das Kritische daran. Wobei ich glaube, die meisten Verzierungen, die ich jetzt gesetzt habe, sind relativ dezent und machen das Bild dann vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. Ja, doch, die Elefanten, wir verzierte Elefanten und so, wie gesagt, haben wir da noch einen und hier, das finde ich fantastisch, das finde ich super schön. Genau, ist ja auch Teil der indischen Kultur, für gewisse Feierlichkeiten wird das ja gemacht und ich habe das erste Mal dann so gesagt, auf andere Tiere mal gebracht und mal einen Löwe, der irgendwie so eine gewisse Verzierung hat, was ich dann ganz spannend finde, so in diesem Widerspruch, weil eigentlich will man das ja nicht machen. Nee, das stimmt. Warst du in Afrika? Ich habe dich gefragt. Also ich war noch nicht in Afrika, das ist ein großer Traum und ich spare auch ganz fleißig dafür. Das ist okay. Und ich werde das sicherlich in den nächsten Monaten oder Jahren machen und dann die Tiere auch selber sehen. In echt sehen und eigene Fotos machen, eigene Impressionen mitnehmen und so weiter. Ja. Und dann glaube ich, kann ich die Qualität der Bilder auch nochmal auf ein anderes Level bringen. Ja, eigene Bilder, eigene Fotos machen. Genau, weil ich einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl und Gespür dafür bekomme. Wobei ich sagen muss, dass ich viele Tiere, zum Beispiel die Wildkatzen, auch schon in echt gesehen habe und zwar sehr nah. Es gibt ja den Tigerpark in Dasso und da war ich schon öfter und da kann man eben den Tigern sehr nahe kommen. Da gibt es dann auch so Fotosessions, wo man dann tatsächlich in einen Käfig gehen kann und auch dieses wirklich riesige Bist Tier da dann. Gegangen? Das habe ich noch nicht gemacht, aber dieses riesige Tier dann auch wirklich zu sehen. Und dann dieser Kopf allein eines Tigers ist ja wirklich
so groß und so beeindruckend. Live, das kann man, ne? Genau, live eben, das kann man gar nicht so rüberbringen zuerst. Das stimmt. Ja, genau. Also die nächste Reise geht nach Afrika. Ja, auf jeden Tieren. Fall. Ja. Und wo hast du jetzt die Motive? Also Fotos vom Fernsehzeitung oder in der Tat. Oder so ich habe zu Hause, genau, ich habe zu Hause eine kleine Bibliothek bei uns im Wohnzimmer. Ja. Und neben ganz normalen Büchern, die ich so sammle und lese, sind halt auch viele Tierbücher da. Daran inspiriere ich mich. Und dann tatsächlich passiert vieles im Unterbewusstsein bei mir. Und die Bilder, die bauen sich so vom geistigen Auge zusammen. Das heißt, ich mache wenige Skizzen oder so, habe direkt meistens Ideen und setze sie dann so um. Okay, hast du eine Message zu den Menschen mit deinen Tierbildern eigentlich so? Ja, tatsächlich möchte ich da mit meinen Bildern erinnern, dass wir in einer wirklich sehr schützenswerten und schönen Welt leben. Und da so ein bisschen den Beitrag auch leisten für Bewusstsein, für eben dieses Gespür, dass man auch etwas dafür tun muss, weil sonst, und das ist ganz wichtig auch zu wissen, geht diese Welt verloren. Beispielsweise Nashörner leben auf der Welt nur noch circa in freier Wildbahn 35.000. Ich komme aus Norderstedt und da leben 75.000 Menschen, weniger als die Bevölkerung, so gesagt, unserer Stadt in Norderstedt, gibt es noch von Nashörnern im freien Bestand. Ja. Das ist, finde ich, schon ziemlich erschreckend. Und weiter kann man dann Beispiele nennen in Richtung der Wildkatzen, also Tiger. Da hat man manchmal unter 1000 eben bei gewissen Tigerarten, eben die noch in der freien Wildbahn leben. Das ist natürlich absolut traurig. Und das ist auch die Richtung, die ich so ein bisschen einschlage und dafür auch eben das Bewusstsein zu schaffen. Also Bewusstsein zu schaffen, ja. Finde ich toll. Eine tolle Message. Nachhaltigkeit, ne? Ist ja auch wichtig mit deinen Bildern. Ja, hast du noch irgendwelche Träume? Was möchtest du noch machen mit deiner Kunst? Wo möchtest du noch hin? Du jetzt bist erstmal nächstes Kunstkantin angekommen. Ich bin jetzt erstmal hier angekommen, darüber bin ich schon sehr, sehr glücklich. Das ist die erste so gesagt, professionelle und große Galerie, die mich dann, also mit der ich zusammenarbeite und meine Bilder ausstellen darf. Und das ist für mich schon ein echt toller Meilenstein. Was noch kommt, es kommen natürlich noch tolle weitere Ausstellungen, auch im nächsten Jahr und darüber hinaus. Und dann möchte ich mich auch von meiner Technik, von meinen Motiven weiterentwickeln und das Allerwichtigste, den Spaß einfach beibehalten dabei. Ja, klar. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Der Verkauf ist auch schön und es macht auch alles Spaß, aber am wichtigsten ist mir tatsächlich mit Spaß dran zu bleiben. Ja, so ist schön. Ja, wunderbar. Also super tolle Bilder, wie gesagt. Tierische Stimmung ist hier immer, wenn wir reinkommen. Ja. Und das mitten im Winter vor Weihnachten. Ne? Also fantastisch. Ich liebe deine Bilder. Danke. Ganz, ganz toll. Danke, freut mich. Ja, herzlichen Dank, Robin. Sehr gerne. Hast du noch, willst du noch was sagen? Also, genau, ich wünsche einfach allen Zusehern eine schöne Weihnachtszeit, obwohl die Sonne hier so reinstrahlt und ich hier dünn bekleidet und du natürlich auch den Eindruck vermitteln, dass draußen Sommer ist, haben es draußen sehr kalt. Im Dezember. Genau, ich wünsche allen dann eine gute Zeit und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr dann. Ja, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Ja, die Kunstwerke sind, wie gesagt, noch bis Ende Januar 2023 zu sehen in Nissis Kunstkantine. Ansonsten natürlich 24 Stunden in Nissis Artgalerie online sind auch die wunderbaren tierischen Bilder von Robin Krüss zu sehen und zu erwerben. Ja, danke schön für den Zuschauen. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und lernen Sie immer so tolle, außergewöhnliche Künstler wie Robin. Wünsche ich euch schöne Weihnachtszeit, eure Nissi. Danke, Robin. Gerne.